Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Quauntrick. Ich habe ja versprochen, dass wir uns dieses Ding hier noch anschauen. Und das machen wir auch. Na, komm mal ein bisschen näher. Na, nee, das bringt dir nichts. Oder schön, wenn der da oben. Mist. Kommt da natürlich nicht so, wie ich es gern hätte. Na komm, ich lasse den jetzt einfach rankommen. Und hau zu. Was? Achso, okay. Ich dachte. Nee, warte mal. Stehe ich da jetzt noch in dem Einzelbereich? Bin mir gerade nicht so sicher, tatsächlich. Machen wir mal Feuer. Ach, der ist gestunt. Muss ich nur mal selber eingehen. Oh ja, ganz schön viel AP. Jetzt macht er schon wieder so einen Mist. Ah, wir können aber. So. Hehe. Mach Feuer drauf. So. Oh, da gab es sogar eine Waffe. Moment, die muss ich mir angucken. Nee. Die hatte ich beim allerersten Mal als Anfangswaffe angezeigt, tatsächlich. So, die sollten wir so umhauen können. Ich finde die Fischwaffe super. Das ist einfach... Oh, verdammt. Da bin ich ein bisschen zu forsch nach vorne gestürmt. Die Fischwaffe sieht schon toll aus. Ich will die nie loswerden, muss ich ehrlich sagen. Dwimki! Na toll, so einen habe ich doch gekauft in der letzten Folge. Hätte ich mein Geld dafür gar nicht ausgeben müssen. Naja, schade. Schade drum. Was? Answer bitte in 10 turns to receive a reward. Oh, wenn wir es in 10 Runden schaffen, haben wir... Kriegen wir was. Okay. Dann schnell dahin. Ist ganz schön wenig, ne? Ne, das wollte ich gar nicht. Ah, das geht so nicht. Okay. Na, schaffe ich glaube ich nicht. Dafür bin ich einfach zu... Wow. Das war cool. Zu ungeübt. Ja, jetzt komme ich zu dem hier gar nicht hin. Wir haben schon 6, glaube ich. Wenn ich das hier richtig interpretiere. Hm. Komme ich jetzt so... Ah, warte mal. Ha! Wir hatten noch Pebbles. Tatsächlich. Ah, wie cool. Geschafft. Nur jetzt brennt es hier leider überall. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo ich hinkomme. Die Flammen sollten ja gleich weg sein. Sehr gut. So, haben wir die Truhe bekommen für. Sehr schön. Item. Sehr schön. Ganz viel Geld. Also wenn wir durchkommen sollten, dann können wir uns schöne Dinge kaufen, wenn wir es dann schaffen. Das ist noch die Frage. Hier kommt bestimmt auch nochmal so ein Familiavieh, oder? Wie im ersten Dungeon war ja die Pflanze. So, alles wird mitgenommen. Oh, schon 1000 Gold, das ist nicht schlecht. So, hier haben wir es. Oh, diesmal ist es das Hühnchen. Hm, ob ich schon mal einen Barrel setze oder noch nicht? Bin mir noch nicht sicher. Das bringt mir alles noch gar nichts. Vielleicht blinke ich mich hier hin. Ich mache erstmal ohne Blink. Ich gucke erstmal, was die so machen. So, haben wir erstmal gestunt. Und weg ist es. Okay, Hühnchen brennt, aber hat mir eine Bombe vor die Latichte gesetzt. So, ich mache erstmal den hier. Verdammt. Okay, vielleicht doch nicht. Kommt das von dem... Ach, das kommt von dem Besen. Okay, dann hau ich den um. So, der war nämlich gestunt schon. So, das Hühnchen. Hm, von da kann ich nicht viel machen. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Fass ist Quatsch. Warte ich erstmal? Oder auch dahin? Nee, geht alles nicht. Ah, verdammt. Ah, keine Blinks mehr. Ich war ein bisschen zu großkotzig damit. So, immerhin hat er sich mitverletzt. Glaube ich. Oder, nee, ich glaube, das zurück. Das war so ein, die Windattacke, glaube ich. Kommt er her? Tatsächlich, er ist so doof. Und läuft durchs Feuer. Ich weiß nicht, warum er das macht. Au, der macht viel Damage, wow. Ich kann keinen Blink nutzen. Auch sonst nichts. Gut, jetzt noch ganz ein Stunt kurz mal. Also die Viecher hauen echt immer rein. Boah. Ja, da weiche ich erstmal aus.
Ich weiß nicht, wie böse das ist. Na, jetzt kann ich nicht ausweichen. Mist, ging leider nicht. Oh, verdammt. Der stand jetzt als weiter weg, habe ich gar nicht mitbekommen. Okay, jetzt ist erstmal kurz gestunt. Vielleicht kriege ich ihn noch von der Zeit. Okay, jetzt. Oh, war böse. Böser als die Pflanze tatsächlich. Nehmen wir mit. MP Cost of All Skills bei 30% of their Base Value. Oh, das finde ich gut. The effect of your elixir is raised by... Oh. Ja, ganz ehrlich, dann muss ich das nehmen. Finde ich sogar noch besser. Hier sind schon schöne Sachen dabei. Crit Damage mal verstärkt. Ich hoffe, es bringt was bei unserer Waffe. Da geht die Tür auch schon wieder zu. Bringt mir nur nicht so viel. Ich komme ja da gar nicht mit meiner Attacke ran. Ich könnte nur die Steine schmeißen. So. Warten wir mal, bis er zu uns kommt. Hat er sich noch ein bisschen verletzt? Okay. Oh. Schöne Bombe hat er uns da hinterlassen. Antidote gegen Gift. Das ist gut, falls wir einen Giftgegner treffen sollten. Da freue ich mich. Okay. Wir könnten ein Familie austauschen, wenn wir wollen. Andererseits muss ich sagen, ich bin mit den beiden eigentlich ganz zufrieden, oder? Ich würde es lassen, tatsächlich. Ja, ich bin mit meinen beiden Begleitern zufrieden. Ich gehe lieber weiter. Ah, okay. Hier schon die Treppe. Ich würde jetzt aber trotzdem noch gerne die anderen Wege lang schauen. Irgendwo muss ja noch die Statue sein. Die würde ich schon gerne abgreifen, tatsächlich. Ich weiß, dass wir natürlich jetzt auch das Risiko eingehen, uns zu verletzen. Aber trotzdem. Das ist niedlich. So, ja, mal ganz viele Kisten, da kriegen wir ganz viel Geld, das ist wunderbar. Aber leider auch sonst nichts, also da kommen irgendwie keine Gegenstände so richtig raus. Nee. Schade. Ich mag das Spiel. Also ich muss sagen, wie gesagt, ich bin ja kein Dungeon Crawler-Profi. Ich spiele ja sowas quasi jetzt zum ersten Mal wirklich und gefällt mir. Ah, Statue. Was haben wir diesmal? The Burning Fireplace, also ja, der Kamin. You enter a warm room with a furiously burning fire in the fireplace. You feel enticed by the ever-changing flames and move closer. Be part of the flame. You shall be rewarded. A tempting voice rings within your head. Would you like to do something into the fireplace? Dann können wir es reinschmeißen und dafür kriegen wir auch was. Hier würden wir nur Geld verlieren. Und kriegen dafür irgendetwas. Also wir kriegen generell irgendetwas und geben dafür was. Obtain a curse, nee. Ja, komm, das mit dem Geld würde ich jetzt mal machen. Claim your word, escape power plus 8%. Okay, wunderbar. Dafür kann man mal 500 ausgeben, finde ich. Wir hatten jetzt sehr viel Geld. So, jetzt hier hin. Wie gesagt, wir nehmen alle Räume mit. Oh, was haben wir denn hier? Spannendes. Slot Machine of Greed. Oh Gott. Da kann man mich doch nicht ransetzen. You think you're capable of getting all the rewards? Come and try it out then. Ich will was rewarden. Ich möchte. Oh, 100. Ja, komm. Komm, komm, komm. Und? 10. Toll. Ich kann nicht anders. Ich kann echt nicht anders. Wow. Was kriege ich denn? Achso, noch gar nichts. Ja, komm. Komm doch mal rein. Nein! Was? Man kann alles verlieren? Was ist das denn für eine Scheiße? Komm, gib mir Rewards. Das ist ja blöd, dass man alles verlieren kann. Was ist das für ein Quatsch? Seit wann kann man denn bei sowas alles verlieren? Das gibt's doch nicht. Was? Antidote?
Wie? Hä? Was habe ich jetzt gemacht? Ach, wurde ich vergiftet? Wir sind immun. Hä? Ich weiß gar nicht, was gerade passiert ist. Da muss doch was Besseres drin sein. Ja, was ist das denn? HP? Da muss ich jetzt gleich mal gucken. Was bist du? Eine Bombe, okay. Nee, würde ich gern mitnehmen. Warum geht das nicht? Weil ich schon habe, ne? Ach so, ich habe entweder das oder das. Okay, habe ich irgendwas... Hier, dann tausche ich das dagegen, oder? Obwohl die Pebbles eigentlich nicht schlecht sind, tatsächlich. Also für unsere Moves sind die gar nicht mal schlecht. Hm. Eigentlich sind die gut. Weil wir immer auf die Fässer damit drauf schießen können. Ja, egal, ich lasse mal hier schweren Herzens tatsächlich. So, dann können wir direkt wieder da oben hin und mal schauen, wie der nächste Boss aussieht. Ob das auch wieder eine Hexe ist oder was ganz anderes. Hexe und Albträume passen natürlich gut zusammen. Mal schauen. Wir haben zwei Getränke, also wir haben noch nichts benutzt. There's someone ahead. Such a rare sight. A visitor. Una, auch eine Hexe. Und da ist Tria. An adventure with absolutely no hour of insight to be detected. Do I really look that stupid to everyone? Ein bisschen. How delightful innocent. How utterly foolish. Hey, dich habe ich vorhin besiegt, also mal nicht so großspurig hier, do I? How suitable as the next target of our pranks. Streiche, ich sehe schon, Streiche enden hier in Totschlag. Do not approach this girl. Pranks and lies will only lead you back to the fire pit you so detest. Men should not be a heartless place. Men should not the flames that licked away our beauty and scorched our mind. It was everywhere. There was nowhere to run, whatever it was, land or sea. They weren't our sins to begin with, yet they became our burden to be. Ich muss schon wieder gerade so an Zelda denken, an die Hexen bei Ganondorf in dem Waldtempel. Whether you had suffered injustice is often no importance anymore. Your nightmare, however, continues to haunt those who still live. Let's get to it, Ellie. Make this witches see that we are harder to deal with than any flame. Ja, wir zeigen es denen mal. Drei Stück gegen uns alleine. Wir haben es ja schon kaum gegen die eine Hexe geschafft. Oh Mann. Hab's mir fast gedacht, dass sich das Auge öffnen wird. Jetzt sehen die nicht mehr so hübsch aus. Ein bisschen Ghibli-Stil, ne? Ich muss hier gerade sehr anhand der Zeichnung, wie die so alt gezeichnet sind, an Ghibli denken tatsächlich, an Chihiro und so. Okay. Also keine Hexchen, sondern die Diener quasi, mit denen wir uns hier abgeben dürfen. Nee. Na, kommt mal her. Ihr Kleinen. Erster weg. Oh, Bombe, Bombe. Die droppen immer eine Bombe, ne? Glaube ich. Ha, hat er sich selber reinmanövriert gerade. Ist die Frage, wo stehen wir jetzt am besten? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, wo die nächsten Gegner kommen. Kann ich die jetzt angreifen quasi? Nee, ich glaube nicht. Ach, das Auge. Ah, verdammt. Hätte ich das mal gewusst. Gehen wir schnell hin. Ah, zu weit weg gewesen. Ach so, okay, es vergeht keine Zeit. Ich dachte, vielleicht kommt dann direkt ein neuer Gegner, wenn wir zu lange brauchen zum Hinkommen. Oh nein, jetzt kommt... Oh, wie soll man denn das schaffen? Alle drei? Ach du Scheiße. Jetzt ist sie jung. Da sind sie alt. Jetzt ist sie jung. Hm. Oh Gott. Das schaffe ich doch nicht. Wie? Hm. Moment. Was bist du? Keine Ahnung, was das war. Boah, die hat so viel Schild. Okay, wir hauen noch eine Menge Schild runter mit einem Mal, aber trotzdem. So lieb. Warum? Da unten ist irgendwas kaputt gegangen gerade. Ich stehe sehr in der Ecke, das gefällt mir eigentlich gar nicht. Aber ich heiz kurz mal aus, oder? Wir könnten... Warte mal, wir gehen jetzt doch mal ein paar Schritte weg. Das ist mir gerade zu nah hier.
bist du direkt wieder drin. Und jetzt, ja, warten wir einfach mal. Ah, kein Blink mehr. Okay, aber wir können das machen. Hm, jetzt komme ich nur nicht an sie ran. Das ist jetzt ein bisschen doof. Da komme ich so schnell nicht hin. Okay, gerade noch so rangekommen. Oh, jetzt ist sie wieder da. Okay. Wie viel werde ich nach hinten? 2. Ah, dann stehe ich im Feuer. Das ist blöd. Nee, das ist sehr blöd, wenn ich da rumstehe. Die hat noch 20. Ich kann sie nicht ausdingsen, ne? Oder? Knockt das die aus? Ich muss mal probieren. Ah, nee. Mach trotzdem den Tonnen. Okay, ich muss was trinken auf jeden Fall. Und ich muss weg von ihr kurz. Oh, ja, direkt zu der Kugel hin. Ist ja super. Na gut. Ja, also die eine schaffen wir vielleicht irgendwie, aber ich glaube, mehr wird schwierig. Ah, scheiße. Dann switche ich da rein, ist doof. Blink geht gerade nicht. Was habe ich denn hier Schönes bei Q? Feuer, Blitz. Was ist die denn? Viking Feuer, tatsächlich. Oh. Oh Gott, wie stehen wir denn hier? Au. 2, nee, ist blöd. Wie funktioniert das hier? Auch so, genau wie unseres eigentlich, quasi. Feuer bringt mir gerade nicht so viel. Ich schlag einfach zu. Au. Okay, die zieht mich ran. Habe ich fast mit gerechnet. Tornado wieder. Ah, nein! Oh mein Gott, die hat unsere Skills. Wir sind silenced. Ah, verdammt. Okay, wir können kurz mal zuhauen. Sogar ziemlich lange. Wie ziemlich lange ist dann? Jetzt nicht mehr. Okay. Ah, 2 zurück ist doof. Noch was anderes. Das klappt bei ihr ganz gut, weil sie eben feuerdingsig ist. Also das Feuer nicht ab kann, aber... Mist. Das ist blöd. Kommen wir ja auch noch rein mit rein. Aua, wieder Silence tatsächlich. Ah, ins Feuer. Nein, im Feuer will ich wirklich nicht stehen. Steht die... Oh, wir sind gleich tot. Wir müssen leider was trinken. Ich sag ja, die eine kriegen wir schon irgendwie, aber ansonsten wird schwierig. Okay, müssen die jetzt hier irgendwie runterhauen. Ja, wunderbar. Jetzt hauen wir sie weg. Puh, jetzt kommt Duai wieder. Ja, die Freude hatten wir ja schon. Hier brennt mittlerweile einfach alles. Ja, was mache ich denn jetzt Schönes? Nee, das macht keinen Sinn. Ich weiß gar nicht, was konnte du eh nochmal? Ich habe schon wieder vergessen. Warte mal. Oh, scheiße. Ah, ich wollte nur den Bildschirm flippen. Ich wollte gar nicht dahin rennen. Sehe ich gar nicht wirklich was. Eigentlich will ich sie... Ach, hier. Wieg gegen Erde haben wir nicht. Glaube ich, dass das Erde ist. Verdammt. Und Feuer ist bei ihr gar nicht gut. Ja, das ist natürlich schlecht für uns. Und, ah, die holt wieder. Ja, die spawnt ihre scheiß Viecher. Na gut, aber da kann ich wenigstens was mit Feuer machen. Die kommt auch deswegen gar nicht zu uns, weil es ihr einfach egal ist. Nein, das wollte ich doch gar nicht. Ach Mist, ich hatte keine MP. Ich wollte die 1 drücken und darauf war zu schnell. Okay. Kopf bewahren. Ist er im Feuer gelandet quasi? Haha. Gut. Ich kann diese Dinger halt benutzen. Die hauen ganz schön gut rein, tatsächlich. Gar nicht mal schlecht. Hm, was macht die denn? Lava Damage, ja, das bringt bei ihr halt nicht so viel. Auch nicht. Ich kann jetzt quasi nur das hier spammen. Und das auch schon alle. Ich komme an sie halt gerade auch leider gar nicht ran. So, ich baller sie jetzt einfach vor. Ich will einfach mal so weit kommen, wie es halt geht. Gewinnen wir halt nicht, aber haben halt mal was gemacht. Ja, mehr habe ich nicht. Noch Bombe und Antidot. Meine können wir jetzt einfach nochmal schmeißen. Oh, jetzt hat sie sich irgendwie weggespawnt. Schade. Oh. Ja, ich muss irgendwo hin, wo wir an Sicherheit sind.
Viel kann ich nicht mehr machen, tatsächlich. Warte ich hier mal eben. Er ist eingefroren. Die kommen gar nicht. Das ist ja blöd. Jetzt muss ich auch noch hin. Scheiß Magier. Mist. So. Ja, die sind zum Glück nicht so stark. Raus. Ich komme nicht hin. Das ist gerade. Ich muss warten, bis die verbrennen quasi gerade. Also muss der da verbrennt werden. Der hier natürlich nicht. So, wo ist er? Da ist er wieder. Okay. Taucht zum Glück wieder auf, wenn die Gegner tot sind. Wir machen guten Damage bei ihr tatsächlich mit der Waffe gerade. Okay, da sind wieder die Viecher. Wir könnten Sachen hinstellen. Oder einfach angreifen. Hier erstmal gerade von. Ah, Mist. Okay, sie erstmal kurz weg. Mehr MP habe ich leider nicht mehr. Verdammt. Ja, ich. Sehr gut. Er ist nicht so gut. Nein, bleib beide stehen. Was anderes kann ich leider gerade nicht so richtig machen. So, jetzt ist sie wieder da. Jetzt machen wir ein paar Mal gut. Oh Gott, das ist spannend. Vielleicht schaffen wir sie sogar auch noch. Aber die nächste, ich weiß nicht. Ah, Mist. So, wir versuchen mal ein bisschen einzeln anzugehen. Okay, wir machen noch nicht viel Damage bei denen. Wir haben eine Kombo bekommen zum. Oh, sehr schön. Alle tatsächlich erwischt mit der Kombo. Ah, oh, gut. Die haben wir noch. Jetzt kommt Una. Lande zum Glück. Oh, was ist das? Da will ich gerne hin. Vielleicht sparen wir uns dann die Hexe. Ich weiß es nicht. Mist. Ah, jetzt habe ich nicht genug um. Schade, ich wollte mit Feuer gegen machen. Reicht aber leider nicht. Ah, die sind stark. Verdammt. Okay. Ich versuche den Topf zu zerstören. Ah gut, die haben das Fass zerstört tatsächlich gerade. Mist. Warte mal. Ah. Oh, ich würde so gerne zerstören. Warte mal, ich gehe nur eins weg. Mist. Ah, verdammt, ich habe mich registriert gerade. Da haben wir eine Kombo bekommen. Oh Gott, komm, mach das Ding kaputt. Oh, das gibt's doch nicht. Ja, wenn die jetzt wieder zuhauen, sind wir tot. Ich habe halt gar nichts mehr, was ich irgendwie machen kann. Ich kann auf die Seite gehen. Oh Gott, wir haben noch einen Blink. Ah, 5. Verdammt, hätte ich ja schon machen können. Nein, nein, es war fast kaputt. Ich hätte so gern gewusst, was dann passiert, wenn es kaputt ist. Schade. Ah, aber an sich? Ich hätte nicht mal gedacht, dass wir die zwei Hexen so gut schaffen. Okay. Ja, schade. Hätte ich gerne geschafft. Na gut, vielleicht machen wir noch ein paar Runden. Ist ja leider nicht gespeichert. Man kann ja leider nicht nochmal. Also, erstmal hoffe ich jedenfalls, dass euch das gefallen hat. Man könnte jetzt hier Ende machen. Ich würde das jetzt mal ganz euch überlassen. Ich habe natürlich noch ganz viele andere Spiele, die ich euch zeigen will. Man könnte auch einfach sagen, es sind ja so quasi Einzelrunden für sich. Keine große Story jetzt hier am Stück. Das könnte man halt einfach immer mal wieder machen. Ich nehme an, wenn wir jetzt starten, wären wir ja gleich wieder am Anfang und müssten wieder eine Hexe erst besiegen, bis wir wieder in den zweiten Raum kommen. Also das könnte man mal so zwischendurch machen, tatsächlich. Hätte ich eigentlich auch Bock drauf. Okay, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von dem Spiel haltet, was ihr jetzt, ja, nach den ersten Folgen, die ihr gesehen habt, so für das Spiel empfindet. Nein, ja, was ihr davon haltet. Kritik gerne gesehen. Auch an meinem Spielstil, aber seid nett. Wie gesagt, erste Mal Dungeon Crawler. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.